Lass mich in Ruhe. So. War hier nicht das mit der, mit den Agenten, mit den... Nee, das war hier nicht. Das sieht nur ähnlich aus gerade hier, vom Aufbau her. So, komm Malappi, 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 Malappi. Im Nordosten der Stadt. Da hinten, da, das kann sein. Das ist Malappi, oder? Ich weiß es nicht. Ja, es ist ein normales Haus, ne? So ein Camp oder sowas in der Richtung, aber es ist nicht Malappi. Aber wir können ja trotzdem mal hierher gehen. Vielleicht ist es ja doch Malappi. Nee, ist einfach nur ein Haus. Einfach nur irgendein random Haus. Los, geh hier hoch. Ich glaube, wir müssen noch weiter in den... Hat sie jetzt Nordosten gesagt? Ich bin schon wieder ein bisschen weiter weggegangen vom Mikrofon, tut mir leid. Hoch. Next. Dead Money Malappi. Malappi is near here. Yes, a bit to the northeast of town, actually. Ja, northeast. Close. Hoch. Ja, ich schätze mal, dass ich dort noch ein kleines Stück hinlaufen muss und dann finde ich es gleich. Weil a bit to the northeast of town, das ist das hier schon im Prinzip. Das ist halt das Geile am Morrowind, du musst suchen. Du findest nicht direkt, nein, du musst suchen. Das habe ich schon immer geliebt an diesem Spiel, echt. Nicht einfach alles so direkt vor die Nase, Suche und finde und du wirst belohnt. Und es scheint, dass ich fündig geworden bin. Herzlich willkommen in Malappi. Ja. Das ist also nicht Malappi. Was soll ein Malappi sein nochmal eigentlich? Ist das einfach wirklich so irgendeine Höhle? She told me her brother died seeking his fortune in Malappi, which is northeast of... Er steht da sogar. Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter hier rüber. Nordöstlich der Stadt Gnamurk. Einmal ganz kurz. Oh, Anti-Healed können wir auch mal machen, glaube ich. Jetzt kommt's. Die Fetcher. Nee, doch nicht. Okay. Aber wir haben es 9 Uhr nachts und deswegen rasten wir trotzdem noch mal ein paar Stunden. Einfach nur, damit es wieder hell ist. Weil, ne? Ich hab ein Beil. Nein, einfach nur, damit es wieder, wie gesagt, hell ist und die Aufnahmequalität wieder besser wird. So, war ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Malappi könnte trotzdem hier irgendwo sein. Weil es, wie gesagt, eigentlich Nordosten der Stadt ist. Vielleicht muss man auch echt ein Stückchen weiter, das kann natürlich auch sein. Aber sie hat, der Typ hier hat ein bisschen gesagt, ne, ein bisschen nordöstlich der Stadt. Da ist das hier, glaube ich, schon ein bisschen zu weit eigentlich, würde ich sagen. Malappi? Hallo? Ich meine, das Suchen kann natürlich genauso nervig sein, ne? Also, ist nicht nur geil, kann natürlich auch nervig sein, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich hauptsächlich geil. Malappi, ey. Zeig dich! Du undankbarer Tum! Vielleicht dort? Jetzt renne ich hier schon die ganze Zeit rum und suche nur diese komische Malappi-Festung. Das hat er nicht schon gesehen. Okay, ich wollte gerade schleichen und versuchen, ihn nochmal von der Ferne zu töten. Was machst du nur für eine Geräusche?
Is here a tomb? A tomb called Malapi. Du bist nicht von einem Schuss tot? Auch nicht krank oder sowas? Nein, gut, super. Überlasse ich das den Zukunftspseudo? Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich auch noch mal einmal ganz kurz zurücklatschen und noch mal gucken. Hab er die 7 Meilenstiefel? Warum also nicht? Da ist ein Hund. Den umrenne ich mal ganz kurz. Da ich jetzt gerade blind bin und keine Lust habe, meine Waffe noch weiter dafür zu verschwenden. Da ist noch eine Ratte gewesen, okay. Rennen wir nochmal hier rüber und gucken, ob das Bit hier vorne vielleicht wirklich mit gemeint ist. Kann natürlich auch sein. Ein kleines bisschen im Nordosten der Stadt, um ehrlich zu sein, um genau zu sein. Ah, ist es das hier oben? Malapi. Welcome to Malapi. Wollen wir noch mal schauen, ob wir hier unser Glück finden? You cannot rest here. Enemies are nearby. Dann warten wir halt kurz ein paar Minuten, beziehungsweise schleichen wir. Und schauen. Ein Scum. Huga agaga. Wieder im Kreis drin. Mein erster Scump. Und der war auch schon einfach. Die sind bei Skyrim so schwer, Leute, ne? Diese... wie nennt man die? Die sind Weißelfen oder sowas, ne? Ey, die sind so schwer, Alter. Das geht mal gar nicht fit. Das geht echt gar nicht fit, wie schwer die sind. Wir sind so dermaßen stark, wer das Let's Play Skyrim verfolgt hat oder immer noch verfolgt. Die Viecher sind kacke auf jeden Fall. Bei Oblivion waren sie übelst, weil sie sich auch regeneriert haben. Schön, dass ich ein paar Anfangstreffer haben durfte. Huh. Das speichern wir auch nochmal direkt. Die geben Daedra Herzen, ne? Eventuell. Und Daedra Skin sogar. Oh, Alter, das ist mein Epic Loot. Das speichern wir direkt. So, und dann schleichen wir nochmal weiter. Falls hier jetzt Feueratronachen sind, können uns die egal sein. Your weapon has no effect. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Also auf Daedra muss man... Oh, da leckt's gerade. Oder auch nicht. Dann eigentlich hat's schon geleckt, aber wir speichern jetzt echt nach jedem Gegner, dass es echt Sicherheit geht vor. Oh. Oh. Ist das etwa der totgeglaubte Bruder? Oder irgendwer anders? Wirst du uns aufs Maul hauen oder nicht? Ja oder nein? Okay, also doch. Dann laden wir natürlich kurz, damit wir den Überraschungsmoment haben. Mal gucken, was ein Schuss bei der abzieht. Willst du mich verarschen? Die haben wir fertig gemacht auf jeden Fall. So. Level 10, das können wir doch aufschließen. Das ist alles kein Ding. Da ist auch sehr viel drin gewesen auf jeden Fall. Und hier hat sich auch super gelohnt. Also mehr als alles andere bis jetzt im Spiel hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Und hier ist auch nicht. Ah, nee, hier ist der Bruder, oder? Kann das sein? Da ist der Bruder. Und der hat hier Open per Touch. Das ist schon mal nicht schlecht. Fortify Hand-to-Hand für 7 Sekunden. Ja. Ein bisschen Gold, ein bisschen Diamanten, ein bisschen teures Amulett. Ja, der hat schon ein paar Sachen gefunden gehabt, auf jeden Fall. Bis ihm dann zum Schluss doch alles irgendwie zum Verhängnis geworden ist. Möge er in Frieden ruhen und uns sein Reichtum wohltun. Das sind ja alles Gegner, ne? Stirb, Abschaum. Haha. Hat er jeder Schuss getroffen, wa? Cool. Wir kriegen sogar einen Pfeil wieder. Haben wir wieder zwei? Yay. Exklusives Amulett. Amulett? Amulett, ey. Ja, klar. Entsprechend Pseudo, ey. Mal gar nicht hier. Aber schön die teuren Zutaten auf jeden Fall auch. Basket. Und den Kram, den können wir eigentlich verkaufen. Masters, Masters, Masters. Ja, verkaufen wir. Huch. Warum nicht, ne? Haben wir es einmal in ungeklauter Form. Oh, und Trapped und bla, und hast du nicht gesehen? Hallo? Hallo? Funktioniere? Ah, weil es der letzte war zum Level erhöhen wahrscheinlich. Uses 18. Habe ich gar nicht mehr so viele, wa? Oh, zwei Bücher gleich. Darkest Darkness. Okay. Eins können wir behalten, eins können wir verkaufen. One Chest, da ist nichts drin. Oh, dachte gerade, da hätte ein Brief gehangen oder was in der Richtung. Oh, hier haben wir nochmal und da müssen wir einmal ganz kurz speichern. Lockpick failed. Ah, super, es hat geklappt. Beim zweiten Versuch ist in Ordnung. Oh. Ah. Mage Guild, irgendwas, bla bla bla. Fey Folgen. Hört sich cool an. So, alles meins. Was ist das hier? Ein Silber, ne? Silver Dagger. Den nehmen wir auch mit. Ey, Malapi, das ist der Malapi Dagger, Alter. Der Malapi, der Malapi-Dolch. Einfach nur. Finde ich eigentlich ganz cool, da mal so ein Andenken dran zu haben. Dieser Silberdolch ist der Malapi-Dolch. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ah, ich bin noch am Schleichen auch vor allem. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Dich hatte ich ja schon durchsucht gehabt. Das war Malapi, liebe Freunde. Das war auch schon die 5. Folge von dieser Aufnahme, fällt mir mal gerade so auf. Also das ganze Licht natürlich nicht mitgenommen, was ich hier gesehen habe. Sind das alles Sachen, die ich nehmen kann? Das hier nicht. Das auch nicht. Ah, es leckt hier gerade. Was ist denn das da? Da hängt ein Schädel in der Luft. Ist schon mal super. Auf jeden Fall. Aber egal. Soll uns nicht kümmern. Alles ist in Ordnung. In meiner heilen Welt. Haben wir Dedra gefunden, haben wir alles gemacht, haben wir die Dedras gebasht. Überhaupt kein Ding gewesen, ey. Jetzt geht Morrowind richtig los. Jetzt fängt es erst an, Spaß zu machen. Kann ich eigentlich nicht aufhören, aber ich muss morgen zur Schule, leider. Tut mir leid, Leute, ich muss aufhören. Speichern und dann geht's wieder raus und dann... Ja, dann können wir im Prinzip das Gold, das können wir im Prinzip abgeben. Wir können natürlich jetzt nochmal zu deren Altruhen gehen. Da ist noch da oben eine Dings, ne? Zwei Pfeile, reichen die aus? Was meint ihr? Nein. Und... Ja, das hat geklappt. Stirb, du Abschaum. Alter. Geht doch. So, nein, passt auf. Wir haben jetzt Malapi gefunden. Wir haben Malapi geklärt. Das mit der Aufnahme passt ziemlich genau gerade, deswegen finde ich, es ist ein guter Augenblick, um zu sagen, danke fürs Zuschauen, ne? Und mit diesen schönen
mit diesem schönen Bild hier gehen wir natürlich raus. Und bis zur nächsten Aufnahme. Euer Pseudonym, ne? Bis dann. Tschüss.